Valtteri Bottas droht eine sieglose Formel-1-Saison 2018. Obwohl der Mercedes-Fahrer im phasenweise besten Auto sitzt, glückte ihm noch kein Grand Prix-Erfolg. So weit weg wie am Sonntag in Austin war er selten. Erst konnte er dem Tempo seines Teamkollegen Lewis Hamilton zum wiederholten Mal nicht folgen, dann ließ er sich von Max Verstappen per Boxenstrategie überholen und kurz vor Schluss räuberte er durch die Auslaufzone, um Rang 4 an Sebastian Vettel zu verlieren. Nach seinem 5. Platz bläst Bottas die Backen auf und erklärt seine Misere mit einem Setup-Problem, das Auto hat sich mit dem höheren Luftdruck in den Reifen definitiv anders angefühlt als bei den Long Runs im 3. freien Training, sagt er und spricht von 5 Psi Unterschied im Vergleich zum Freitag, die aufgrund der höheren Außentemperaturen in Texas zustande kamen. Bottas blieb nichts anderes übrig, als den Wasserträger für Hamilton zu spielen. Er ließ den Stallgefährten zweimal vorbei, als der mit frischeren Reifen nahte. Dabei gingen jeweils 3 Sekunden verloren. Es hätte mich gefreut, wenn er den Titel hier gewonnen hätte, gibt er sich als Teamplayer. Ich habe alles versucht, damit es klappt, aber ich konnte meinen Beitrag nicht leisten. Bottas, ich hatte in allen Kurven Probleme. Hinzu kam, dass die Softreifen bei Bottas gegen Rennende einbrachen. Ein 33-Runden-Stint war einfach zu viel und der Finne für Vettel ein wehrloses Opfer. Ich hatte in allen Kurven Probleme, besonders mit der Traktion. Ich wollte mich verteidigen, aber seine Reifen hatten einfach mehr Leben in sich. Ich habe 5 Sekunden in 1,5 Runden verloren, stöhnt er. Es war schwierig, trotz der Schmach von Austin und der Tatsache, dass er nach dem Erfolg Kimi Räikkönens in den USA als einziger der 6 Topfahrer 2018 noch ohne Sieg ist, zeigt sich Bottas selbstbewusst. Ich weiß, dass ich rein von der Leistung her einige Rennen gewinnen hätte können, eine Anspielung auf Aserbaidschan, wo er in Führung liegend mit Reifenschaden ausfiel, und auf Russland, wo er vom Team zurückgepfiffen wurde. Bottas will verhindern, dass es so bleibt. Es wäre nicht schön, die Saison ohne einen Sieg zu beenden, wenn der Teamkollege so viele Rennen gewonnen hat.